Guten Morgen und bienvenue à Rouen, wie so man so schön sagt. Da bin ich gestern Abend oder sind wir gestern Abend schon angekommen, haben schon angelegt und gestern Abend wollte ich aber einfach nur hier noch auf dem Sonnendeck bleiben und die schöne Aussicht genießen, weil es einfach ja richtig, richtig schön noch war und werde jetzt auf eigene Faust wieder die Stadt erkunden. Man hätte sich natürlich hier vom Schiff auch direkt Fahrräder ausleihen können. Das haben einige gemacht, wie ich gesehen habe. Mal schauen, ob ich das vielleicht die nächsten Tage noch in Anspruch nehme. Jetzt werde ich erstmal direkt hier in die Altstadt gehen, denn Rouen ist ja bekannt für seine schönen Kirchen und Klöster und vor allem für die wunderschöne Kathedrale Notre Dame. Es ist ja die historische Hauptstadt der Normandie. Und wir haben jetzt ungefähr bis 12:30, 13 Uhr Zeit und dann geht es weiter Richtung Le Havre. Und jetzt nehme ich euch erstmal mit. Bereits am Vorabend sind wir ja schon in Rouen angekommen und da konnte man natürlich auch gleich die Kathedrale Notre Dame sehen, wie sie wirklich so aus der Stadt hinausgestochen ist. Und das war dann auch mein Ziel am nächsten Morgen, als ich von Bord gegangen bin. Habe ich mich aufgemacht, ungefähr 15 bis 20 Minuten lockeres Gehen durch die Stadt und dann steht man auch wirklich schon vor diesem imposanten Bauwerk. Ich habe mir auch die Zeit genommen und bin natürlich auch in die Kirche gegangen. Allen, die das mögen und die da interessiert sind, denen kann ich das wirklich nur ans Herz legen, weil es so riesengroß, so imposant und wirklich wunderschön war. Danach bin ich dann einfach durch die kleinen engen Gassen geschlendert und ich muss an dieser Stelle einfach betonen, dass ich Rouen gar nicht tatsächlich so im Blick hatte und mir die Stadt wirklich gefällt. Die kleinen engen Gassen, diese mittelalterlichen Fachwerkhäuser, man kann da einfach so richtig französisches Flair spüren. Und da wir gar nicht so viel Zeit hatten, dachte ich mir, wie erreiche ich denn jetzt so die kleinen schönen Ecken am schnellsten und bin auf den Petit Train gestoßen, also der kleine Zug in Rouen. 8 Euro pro Person habe ich bezahlt, das waren 45 bis 50 Minuten mit dem kleinen Zug, der wirklich durch die engen Gassen sich schleicht, das war ganz verrückt und man hatte dann auch einen Audioguide dabei, das war auch alles in eurer Sprache, sodass man dann die schönsten Ecken von Rouen gesehen hat, das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen und empfehlen. Und das war ja ganz verrückt und wunderschön und danach habe ich mich dann aufgemacht und wollte natürlich auch noch zum ältesten Uhrwerk Frankreichs, was ja an einem gesonderten Türmchen installiert ist und das ist der Uhrenturm von Rouen und man kann schon sagen, das ist ein richtiges Charakteristikum und ein Wahrzeichen in der Stadt. Nachdem ich den Uhrenturm besucht habe, bin ich noch ein bisschen durch die Gassen geschlendert und fand es einfach sehr schön, bin zurück zum Schiff. Und da habe ich dann erstmal das Mittagessen noch genossen und jetzt seht ihr noch ein paar Impressionen auf dem Weg nach Le Havre. Und da sind wir auch schon angekommen in Le Havre und was ich da so erlebe, das erzähle ich euch gleich.
guten Morgen und Bonjour hier aus Le Havre. Das ist ja unser drittes Ziel auf der Reise mit der Viva Gloria. Auch wenn das Wetter heute leider irgendwie nicht ganz auf meiner Seite ist, habe ich mir einen Schirm geschnappt. Den kann man sich direkt dort ausleihen an Bord mitgenommen, sodass ich auch, wenn es regnet, gut gewappnet bin. Bin jetzt einfach zum Strand gelaufen, ungefähr 40 Minuten hat es gedauert. Bin ja direkt durch die Stadt, durch die Straßen gelaufen und werde jetzt hier mal so ein bisschen das Feeling und Ambiente einfach hier am, ihr seht es im Hintergrund, am Wasser hier am Ärmelkanal des Atlantiks genießen. Und morgen geht es für mich nach Honfleur und dann schaue ich mal, was ich heute alles noch so sehen kann. Mein Wunsch war ja tatsächlich, bis ans Meer zu kommen und diesen Wunsch habe ich mir also jetzt in Le Havre erfüllt. Danach bin ich ein bisschen durch die Straßen gelaufen, habe mir die Stadt auf eigene Faust angeschaut, habe erstmal einen gemütlichen Cappuccino getrunken, um dem Regen so ein bisschen zu trotzen und muss natürlich schon sagen, dass mir Rouen ein bisschen besser gefallen hat als Le Havre. Man hätte jetzt auch den Ausflug über Viva Cruises nach Etretat, also in den Badeort, buchen können, aber da mir sowieso klar war, dass mir das Wasser noch ein bisschen zu kalt ist, habe ich mich also erstmal dagegen entschieden. Für das nächste Mal, also für morgen, habe ich den Ausflug nach Honfleur gebucht und was ich da als Highlight erlebe, das seht ihr im nächsten Vlog. Ich würde mich also freuen, wenn ihr wieder mit zuschaut.